Okay, willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Ich habe immer noch nicht den Eingang gefunden, aber ich habe da so eine Idee. Und zwar, wenn man sich das hier mal anguckt, ich kann hier über Wasser laufen. Gelegentlich. Vielleicht kann ich auch einfach über Gift laufen. Ich meine, es ist ja auch nichts weiter als Wasser. Auch wenn hier irgendwie Geister unterwegs. Yay! Geister unterwegs sein sollten. Okay, das war irgendwie Grütze. Und ich glaube, wir werden hier jetzt einfach sterben. Aber ein Versuch war's wert. Was war denn hier nochmal? Achso, hier war nichts weiter. Nee, Blödsinn. Er sagt uns ja auch, dass wir da unten hin müssen. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Denn einen Schlüssel haben wir ja. Hier bei der Aktion waren wir ja schon. Und da sind wir ja auch, glaube ich, schon vollständig unterwegs gewesen. Ja, da waren wir auch vollständig unterwegs. Hier gab es noch dieses eine Leckerli. Genau. Oh. So sollte das nicht aussehen. Das ist ja, ich würde ja ganz gerne im Wrack nachgucken. Aber I don't get... Ich weiß aber nicht wo. So, wie sieht's denn hier aus? LOL! Okay, super, freut mich sehr. Dann kriege ich die legendären Stiefel. Geil. Random Shit Appears. Sehr gut. So, aber irgendwie müssen wir doch jetzt hier... Also... hier lang. Ich meine, es gibt ja auch sonst nichts anderes außer diesen Weg. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist... Och, toll. Echt jetzt. Ich hätte mich hier einfach nur hinstellen müssen. Ohne Worte. Ich dachte, ist jetzt irgendwas Interessantes. Oh, guck mal, ein Geist. Nein! Oh, wie bitter. Aber hey, wenigstens komme ich hier gelegentlich meine Lebenspunkte zurück. Aber wie bitter ist denn das? Wie soll ich denn den Gegnern hier ausweichen, mal ganz im Ernst? Aber zum Glück habe ich hier die Flagge. Wurde zurückgelassen, als Percys Schiff gestrandet ist. Ausgezeichnet. Bringen Sie schnell zurück zu Percy. Eine ausgezeichnete Nummer. So. Und dann lasse ich mich einfach zurücktreiben, würde ich sagen.
Perfekt. Und Life Points wurden auch gleich gefüllt. Umso besser. Jetzt haben wir es. Ui. Puh, das war knapp. Karte aktualisiert. Okay. Eine Tür. Was für eine Tür ist denn hier bitte? Und wohin führt diese Tür? Das ist ein Büschel. Ah, okay. Na klar, ist hier noch eine Tür. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da hin? Vielleicht. Nee, nicht wirklich. Ein Versuch war es wert. Dann kommen wir wieder als Frosch unterwegs. So. Auf zu Percy! Höp! Denn wir haben jetzt endlich seine Flagge. Höp! Jo. Ist sie das? Ja, ist unsere Flagge. Wenn Captain Schwarzhauer die sieht, weiß er, wo er mich suchen muss. Hm, am besten hisse ich sie auf dem Leuchtturm. Dort wird die Mannschaft sie sofort erspähen. Ich hatte an eine der Palmen hier gedacht, aber nun gut. Lass mich das machen. Bevor du gehst, habe ich ein Schmuckstück für dich. Du hast mir alten Schurken geholfen und es dir verdient, sage ich. Ist bestimmt noch ganz nützlich. Nanu? Wenn du diese Münze mit dir führst, wirst du von den Seelen der gefährlichen Piraten gesegnet, die jemals Totenkopfflagge gehisst haben. Okay. Und was bringt mir das jetzt? Kann ich das irgendwo ausrüsten oder so? Sammelgegenstände. Nee. Hm. Ah, Moment. Jetzt weiß ich. Ich muss hier nämlich wieder drüber. Bumm. Na, das hat... Fuck. Hat ja gerade so geklappt. Jetzt habe ich ja irgendwie so eine Seele bekommen. Tipp. Wenn ich jetzt echt der Pirat erweist, darf Piratenseelen sammeln, um seine Ausdauer sofort... Ah. Okay. Das erklärt jetzt einiges. Das heißt, jetzt kann ich hier rüberlaufen. Ring. Und da ist die Ausdauer sofort wieder hergestellt. Und jetzt sterbe ich trotzdem. Kann ich noch so viel Spaß haben, wie ich möchte. An dieser Stelle. Ich hätte eher springen müssen. Und tot. Na, das war jetzt wohl eine richtig knappe Nummer. Und... Jump. Aber wirklich knapp. Und wir sind wieder am Startpunkt angekommen. Da, wo unsere ganze Geschichte angefangen hat. Na komm. Aha, jetzt bewegt sich das Ding. Okay, Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier ein Frosch wäre,
wäre das einiges cooler. Wenn ich denn hier kein Frosch wäre. So, eins und hüpp. Nein! Okay, nochmal. Das gibt's nicht. Frech. Und jetzt ist dieser Vogel wieder da, wirklich mit euch. Der greift mich an, sobald ich hier rüberspringe. Nö, tut er nicht. Sehr gut. What the fuck? Vielleicht habe ich Glück. Ha! So, jetzt aber. Und höpp. Und jetzt wechsle ich auf Frosch. Weil ich mit dem doch ein bisschen besser laufen kann. Und hier brauche ich Blitz. Die Frage ist, wie viel Blitz brauche ich denn hier? Keine Ahnung, aber 15 haben wir. Oh, 10 brauche ich. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tür auf! So, wer von... What the fuck? Das freut mich sehr schön. Hello there. It's a troll. Ja, ich weiß nicht so genau, ob das jetzt ernst gemeint ist oder ob jemand da lediglich versucht, Geld zu fischen. I don't know. Oh, hier ist irgendwas. Ach ja, klar, die Flagge hießen. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, auf einem Piraten hier eine Piratenflagge zu... Geschafft, mal sehen, was Percy davon hält. Muss ich jetzt wieder zurücklaufen? Tatsache, wie frech. Ah, aber wenigstens habe ich hier jetzt einen Teleport-Point. Okay. Es ist Werbung. Wie frech. So, ich möchte ganz gerne hier einmal runter, weil, ne, nicht nur, weil ich meinen Lebenspunkt hier auffüllen kann, sondern auch, weil ich zu gerne wissen möchte, was denn hier noch gewesen ist. So, Feuer. Nee. 10 Stück. Oh, perfekt. Genau 10 Stück brauche ich. Und genau 10 Stück habe ich. Haha, dafür gibt es einen Gem. Wupp. Und dann bin ich auch wieder zurück. Wunderbar. Damit habe ich den Teil hier abgehakt. Ja, nice. Wupp. Okay, da brauchte ich gar nicht lang. Der eigentliche Weg ist nämlich dieser hier. Ha, aus der Luft gecatcht. Okay. Jetzt wird's interessant. Jetzt muss ich irgendwie den Weg wieder... Nee! Den Weg wieder zurückschaffen. Und... Ab geht's. Schwein gehabt. Genommen. Na, schaffen wir's? Jawollo! Ausgezeichnet. Und durch geht's. Und da sind wir auch wieder zurück. Perfekt.
Ja komm, besser geht's doch gar nicht. Und wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns gleich wieder nochmal einen neuen Trank holen. So, ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Wenn wir schon rennen können, dann sollten wir das auch mal machen. So. Ja, komm. Und gut ist. Njong. So, Percy. Nee. Ich kann jetzt die Flagge von hier aus sehen. Jetzt werde ich mit der... jetzt werden mich der tapfere Captain und die Mannschaft bald finden. Wow. Oha, pass auf, Percy. Captain Schwarzhauer. Der Anblick eures bärtigen Antlitzes erfreut mich sehr. Witz sein, du billige, wasserschlürfender Salzbuckel. Du bist schuld daran, dass wir tot sind. Ich sollte dich an einem Holzbein auf dem Meeresgrund ziehen. Aber Captain, ich habe nur eure Befehle befolgt. Ich sollte doch das Geisterschiff um jeden Preis abhängen. Die Mannschaft wollte ich dabei auf keinen Fall über Bord schicken. Ei, dass ich ganz vergessen hatte, was für ein mieser Steuermann du bist, ist meine Schuld. Aber das ist nicht der Grund, warum ich so wütend bin, sondern weil du unsere Flagge hisst hast. Damit ihr mich fehlt, Captain, es hat funktioniert. Das war ein Riesenfehler, alter Kamerad. Jetzt wird das Geisterschiff, das hinter unserem Schatz her ist, nämlich dich jagen. Verdammt, da ist es. Oh Mann. Das ist kein Traum. Jin, du musst uns helfen. Unsere aller Seelen werden in die Tiefe gezogen, wenn der Geisterkapitän uns findet. Nicht mein Pirat verdient so ein furchtbares Schicksal. Keine Sorge, ich werde mein Bestes geben, um sie zu verscheuchen. Bravo, Junge, ab mit dir. Verpasst den Geisterpiraten eine ordentliche Trapprügel. Hui. Okay. Na dann. Geballte Löwenpower. Bäum. Okay, pass mal auf. Nur weil du unsichtbar bist, heißt es nicht, dass du jetzt einen auf krasse Typ machen musst. Ist hier irgendwas? Kann ich hier hoch oder irgendwie sowas? Nö. Na gut, dann gehen wir hier mal rein. Mal gucken, was wir hier finden. Das schaukelt aber. Wupp. Oh weia. Puff. Ey. So. Wackel ist ziemlich lustig für ein Level. Da werde ich selber schon richtig seekrank bei. So, nur mal ein bisschen gucken. So, hier kann ich irgendwas erschnüffeln. Aha. Aber ich glaube, ich werfe hier einfach selber mal eine Bombe runter. So. Ein bisschen besser. Jetzt wenn ich hier anfangen würde. Komm ja mal nicht so, du. Oh weia. Das war so klar. Ich dachte mir, nicht gegenlaufen. Und in dem Moment, bam, zack, gegengesprungen. Wo auch immer jetzt hier was aufgeht. Ah, da geht eine Fellklappe auf. Wunderbar. Aber eine Map habe ich hierfür nicht. Nee, habe ich nicht. Das ist mal was Cooles. Ey, ich habe nach oben gezeigt.
Nein. Okay. Das Gute an der Nummer ist jetzt, dass ich natürlich die Secrets offen habe. Und dementsprechend ich hier nochmal... Dead. Ey, ich hab dich doch gar nicht berührt. Das ist gemein. Sowas ist echt unfair. Na, wenigstens etwas. Was war hier? Ach ja, genau. Ich erinnere mich. So. Die Klappe ist offen. Weiher. Aber das macht überhaupt nichts. Opa. Okay, das lassen wir mal lieber so. Wo kommt denn jetzt auf einmal die Fledermaus her? Oh, komm. Suddenly Fledermaus appears. Gib mir mal ein bisschen Life Point. Au. Au. Okay. Haben wir verstanden. Aber... Tatsächlich finde ich den Frosch nach wie vor um einiges cooler für Bewegung. Okay. Einfach wegen dem Stun-Move. Alter, die machen aber Schaden, Leute. Gibt's hier auch gar nicht. So, dann darüber, einmal gegentreten und voll verkackt. Oder auch nicht. Oh, wait a moment. Ah, nee, hier brauche ich Leo. Hm. Oder auch nicht. Ah, okay. Ich muss einfach nur das Ding auf die andere Seite rüber lotsen und dann kann ich darüber. Aha. Das war der Trick. Ich bleib dabei, Life Points wären gut. So, das ist ja echt so witzig, diese Moves hier. So, jetzt dahin, jetzt fällt dahin. Okay, das war Schwachsinn. Ach, Quatsch, was mach ich denn hier? Jetzt muss es hoch. Und jetzt kann es darüber und klack. Tür offen. Boing, boing. So, Safe Spot. Wenigstens etwas. Ich zähle noch ganz gerne nur noch mal volle Life Points. Ich glaube, dann wäre das Ganze hier noch einiges cooler für uns. Das sieht mir doch schon so aus, als ob hier irgendwas
sehr gefährlich sein wird. Boah. What the fuck? Okay, wie weiter? Was ist hier jetzt? Bossfight, oder? Ja, definitiv Bossfight. Das sieht man doch sofort. Ich meine, Safe Spot direkt vor einer Tür. Das schreit echt nach einem Bossfight. Also an dieser Stelle dann dementsprechend nochmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!